ja wie nie wollen, dass Samuel sterben lässt, bevor es nicht so weit ist? Also ich habe das Gefühl, ich würde merken, wenn es so weit wäre und ich merke es einfach nicht. Samuel ist 17 und muss laut Prognose von seinen Ärzten in den nächsten Wochen sterben. Wie geht das Kind damit um, zu wissen, dass nicht mehr viel Zeit bleibt? Was ist Samuel seine Botschaft? Und wie geht die Familie damit um, ein Kind zu verlieren? Diepoldsau im St. Galler Rheintal. Da ist Samuel aufgewachsen, ist in die Jungwacht und hat viel gelesen und geschrieben. Noch vor 2 Jahren war Samuel ein ganz normaler Teenager. Bis sich im Nacken ein Tumor eingenistet hat, der das Nervensystem nach bis nach abwirkt. Samuel hat höllische Schmerzen und kann sich immer schlechter bewegen und schnaufen. Seit seinem 17. Geburtstag, Anfang März, ist er vom Hals ab gelähmt. Das Schlimmste für mich war eigentlich, wie mir am Heiligabend der Operateur anruft und sagt, er will mit mir reden, wir können ins Büro kommen. Und ich wusste schon, wenn mir ein Arzt sagt, er muss ins Büro kommen, dann ist es wahrscheinlich nicht so gut. Und dann hat er gesagt, er habe die Ergebnisse bekommen für Berlin und es sei definitiv bösartig. Und dann im Januar sofort mit der Chemo gestartet. Die Chemo musste abbrechen, weil sie nichts nützt, weil sie kein Ergebnis bringt. Dann haben wir noch Bestrahlung gemacht. Und ja, und irgendwann sind wir an den Punkt gekommen, wo die Onkologin uns gesagt hat, ich glaube, wir können dir nicht helfen. Wir können dich nicht gesund machen. Und das war letzten Herbst. Ja. Ich bin wirklich die ersten paar Tage bin ich nur am Durchbrüllen gsi. Und dann nachher habe ich mir zu sagen, nein, ich muss mich aufrappeln, es bringt nichts. Ich habe dann einfach so viel wollen machen wie möglich, solange es mir noch gut geht. Guten Morgen. Hoi. Hoi. Lampenfieber überwunden. Ich? Ja. 3-mal in der Woche kommt Steffi Nägeli, die Pflegefachfrau bei der Kinderspitex, vorbei. Dank ihnen kann Samuel daheim gepflegt werden. Das Gesicht von Samuel ist wegen dem starken Cortison aufgebläht. Die richtige Pflege auch von der Haut ist darum wichtig. Und Samuel ist es wichtig, dass man viel die Fotos einblendet, die ihn vor seiner Erkrankung zeigen. Die Krankheit von Samuel hat die Familie noch mehr zusammengeschweißt. Hat sie Samuel schon gegessen? Nein. Du hattest streng heute Morgen. So viel Besuch und Spitex. Das reicht für den Samuel, glaube ich. Ich hole lieber noch mal für ihn. Am Mittag sind nur Johanna und ich da. Zum Essen. Und das Dritte können wir gut zum Samuel herhocken und mit ihm zusammen essen. Ich finde, Essen extrem wichtig, und vor allem das Miteinanderessen. Ja. Und dann hörteln wir zu ihm her, dass niemand allein essen muss. Okay. Okay. So. Hast du aber Hunger? Ja. Ich lade schon das Bett ein bisschen runter, gell? Obwohl sie Samuel bald gehen lassen müssen, wirkt die Mutter Christa Dürr und Samuel seine jüngere Schwester Johanna irgendwie unbeschwert. Ja, wie nie wollen, dass Samuel sterben lässt, bevor es nicht so weit ist. Also ich habe das Gefühl, ich würde merken, wenn es so weit wäre. Und ich merke es einfach noch nicht. Und das ist das, was uns auch hilft. In dem Sinn. Weil du bist ja immer noch da. Ja. Und es macht Freude, um den Tag mit dir zu verbringen und mit dir zu plaudern und die Projekte anzugehen. Und deine Kreativität spüren. Und das ist das, was es mir leichter macht oder was mir auch hilft, mit dem so gut umzugehen. Aber ja, ich kann mir vorstellen, dass es, oder ich weiss es, dass es manchmal für Leute ist so, ah, und euch geht es noch so gut, aber... Christa Dürr hat von der Arbeit frei bekommen, um für ihren Sohn Samuel zu sorgen. Für sie eine enorm wertvolle Zeit. Die letzten 2 Jahre haben uns schon sehr, sehr eng zusammengebracht. Ja.
einfach für einander da sein und für dich da sein. Also für mich ist es wahnsinnig bereichernd. Und für mich ist es eine mega schöne Aufgabe, zum dürfen dir zeigen, dass du nicht allein bist und dass du nie allein sein wirst. Das finde ich auch wichtig. Und das spüre ich auch fest. Also das, für das bin ich auch sehr dankbar. Und eben zusammen vor allem. Das ist sehr wichtig. Es war einfach unfair, dass andere arrogante Leute und Leute, die anderen geschadet haben, einfach weiter ihr Leben führen dürfen. Das eigene Schicksal zu akzeptieren, sei der schwierigste Prozess gewesen. Wie Samuel Menschen in einer ähnlichen Situation will Mut machen mit einem eigenen Manga-Buch und eine Überraschung aus Japan. Mach mal die Augen zu. Okay. Jetzt darfst du wieder öffnen. Wow. Morgen im zweiten Teil. Wow, krass.